Die Schnaufpause ist vorbei, Leute, aber Zeit für die Begrüßung muss sein. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales of Graces F. Beim letzten Mal haben wir Cheria wieder getroffen und erfahren, dass unser Vater gestorben ist. Deswegen sind wir auch gleich nach Lahn zurückgekehrt und da geht richtig die Post ab. Es scheint Krieg zu herrschen oder zumindest gewaltsame Konflikte, die hier ausgetragen werden. Wir verfolgen den Plan, solche Mega-Todespanzer von der Klippe dort oben zu stürzen. Und eigentlich werden wir auch gerade verfolgt von einem Megapanzer, der uns aber in den Gebieten nichts anhaben kann. Haha. Aber natürlich müssen wir ihn erledigen, also nichts wie weiter zu den Klippen. Behind us! We're almost there. Jawohl. Oh. Das sind ein paar. Damn it. Not again. It's all over. I didn't protect anyone. This can't be happening. No! No way! Sophie? She can't fight them alone! Come on! I'm trembling. Why? Ja. Gar nicht in Worte zu fassen, was hier gerade abgegangen ist. Deswegen kümmern wir uns erstmal um den Roboter, beziehungsweise Panzer. Helmbrecher. Oh, der bricht mehr als nur den Helm. Eine Antipersonenwaffe der Fendelianischen Armee. Shit. Ah, der droppt immer eine schöne Erfahrung. Anfällig für Maschine, Wirkung, so ein komisches Symbol und Lähmung. Habe ich solche Arts überhaupt? Ja, hier, Schockwellenhieb habe ich. Von den A-Arts hätte ich auch hier Wirkung beim dritten Angriff. Also, einfach Kombos spammen und den Schockwellenhieb. Der ist, wo ist der? Oben, unten. Alles klar. Dann wissen wir ja, was Sache ist. Au! Voll durchlöchert schon wieder. So. Oh, nimm das. Oh, schön ausgewichen, jawohl. Und die Abwehr durchbrechen. Schöne Kombos. Oh, verwirrt. Nice. So gefällt mir das. Boah. Nicht rechtzeitig gedodged, aber er kassiert. What the fuck war das? Lauf, Espel. Wir können auch frei rumlaufen mit L2. Er braucht aber SK, aber so kann man sich halt auch an den Gegnern vorbei schleichen und die Aufmerksamkeit der Gegner auf sich ziehen. Boah, schon wieder so ein Megaschuss. Jetzt wird es aber Zeit, dass du, oh Gott, gleich ins Gras beißen wirst. Boah, gut gedodged. Jetzt wirst du gefinished. Boah, ja. Das war doch mal ein geiler Bosskampf.
Fast wäre Espel verreckt, aber wir hatten nochmal Glück gehabt. Nicht nur Glück, wir hatten auch Hilfe. Von Sophie? Sophie's gone. She's been dead for 7 years. Sophie? But is it? Has she lost her memory too? Follow me. There's something I want to show you. Ago, me, Sophie, and Richard all came to this very spot and swore a pact of friendship. Look here at this tree trunk. Well, do you remember anything? Just looking at this tree makes me feel somehow strange. It's like looking at something that's very precious to me. So, what does it mean? You can't be the real Sophie. I mean, it doesn't make any sense. Even still, I can hardly imagine you as anyone else. I mean, you look just like her. Wow. So what happens now? Do you want to come back to town with us? That would be best. It's really dangerous here. Okay, then let's hurry back. I'm starting to get worried about the others. Yes, let's go. A Sopharia seed? Sophie is watching over us after all. Ja, what the fuck? Sophie erhält den Titel Alter Ego. Ja, was hat das... Was zur Hölle geht hier eigentlich gerade ab? Was dachte ich mir damals auch, weil... Komischerweise hat diese Sophie auch noch die alten Titel, wie man hier sieht. Amnesiekranke, benannt nach einer Blume. Auch hier noch Faustnovizin, etc. Also ganz komisch. Das Spielsystem sieht sie auf jeden Fall als Sophie an. Storytechnisch sieht sie wie Sophie aus und scheint wieder einen Gedächtnisverlust erleidet zu haben. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls wäre ich da auch sehr durch den Wind, wenn ich in der Perspektive von Aspel stecken würde, vor 7 Jahren erfahren hätte, dass Sophie gestorben sei und sich nun herausstellt, ja, sie ist putzmunter, direkt neben dir. Da würde ich auch nicht mehr durchblicken. Aber gehen wir am besten einfach mal zurück in die Stadt und schauen, was jetzt überhaupt Sache ist. Kehre zurück nach Land, lautet unsere Mission und das machen wir auch.
Na komm, nehmen wir die Kämpfe mit. Die Erfahrung ist immer geil. Boah. Oh, okay. Ja, genau. Okay, so ist richtig, Aspel. Zwei Idioten, ein Gedanke. Schwachpunkt Timing. Um ein wahrer Kampfmeister zu werden, solltest du alle Schwachpunkte eines Gegners so schnell wie möglich treffen. Sobald du einen getroffen hast, musst du den nächsten innerhalb einer bestimmten Zeit treffen, um die Combo aufrecht zu erhalten. What? Okay, damit habe ich mich ja noch nie beschäftigt. Also das Spiel scheint uns jetzt hier mit den Tipps aus dem letzten Part und aus diesem Part irgendwie suggerieren zu wollen, ja, lerne die Gegner noch besser kennen. Und besonders die Schwachpunkte, aber ich denke mir halt hier, bei den 0815 Gegnern ist es doch egal, die kratzen doch eh so schnell ab. Nur bei den Bossgegnern dann halt. Wäre es praktisch. Did everyone make it to safety? Yes. We're all alive thanks to you. However, many people were wounded. Daddy! My daddy's hurt! Don't worry. I'll help your daddy get better, okay? Where are the injured? In the town square. I'm going to go see if I can help. Sharia has been a comfort to us all. She can heal people with a touch. It's almost like she's Lon's guardian angel. What happened to Fendel's army? They've pulled back, but they're still within Lon's borders. They've constructed an encampment just in front of the border fortress. Unless we destroy that encampment, we'll never be able to drive them out. Do we have any intelligence on it? Yes, I submitted a full report to Lord... to your father. Good. I'll check it out when I return home. One more thing. Frederick and Lady Carrie are waiting for you at the manor. I understand. I'll go to them right away. Years. This is quite the homecoming. Aspel? Never mind. It's nothing. Let's go home. Mir fällt gerade auf. Ja, Cheria ist verschwunden. Mir fällt. Nein, es ist mir nicht aufgefallen. Mir ist eigentlich aufgefallen. Ja, genau. Wir haben hier noch eine Entdeckung. Aber ich schätze mal den Skip dazu. Ja, den habe ich jetzt natürlich verpasst. Wahrscheinlich hätte man hier als Kind bereits dieses Windrad ansprechen müssen. Will ja jetzt auch nicht lange hochschauen. Dann hätten wir hier als Kind wahrscheinlich auch einen schönen Skit gesehen. Aber naja. Also wenn ihr dann... Solltet ihr das Spiel irgendwann mal spielen, na dann schaut hier auf jeden Fall mal als Kind vorbei. Plüschnoko? Ein Plüschnoko. What the fuck? Also, ihr wisst Bescheid. Ne, hier, das Windrad. Residenz. What the heck? Okay. Ja, ich glaube, ich bin hier im falschen Haus. Ich schau wieder raus. Das ist nicht mein Haus. Wo sind eigentlich die verletzten Leute? Ist das hier der Stadtplatz? Ich meine, wo gibt es in Land einen Stadtplatz? Soll das hier der Stadtplatz sein? Ich habe keine Ahnung. Wo ist Sherry hingegangen? Da, wo die verletzten Leute sind. Aber wo ist dieser Stadtplatz? Ich weiß es nicht. Aspel. Hi, Mom. I'm home. Oh, I missed you so much. I'm so glad you're back. After what happened to your father, I've been so very worried. I'm sorry I wasn't here. And I'm glad you're all right, Frederick. I owe you a debt I can never repay, Lord Aspel. Did I miss the funeral? Yes, I'm sorry. We simply couldn't wait for your return. Your father fought bravely and died defending his home. I pray that is of some comfort to you. I understand. Thank you for being there during his final hour.
are too kind. Asbo, please. Please don't leave us again. You must stay and rule in your father's place. We have nowhere else to turn. That's why you've come back, right? I came back to see if you needed anything, and assess Lawn's current condition. Asbel, you can't mean to return to Barona. Not after all that's happened. I know what you're trying to say, but I need some time. I need time to think. We left your room just as it was. Please feel free to use it as you like. Thank you, Frederick. Sophie, I'm going to check out my old room. Wanna come? Asbel. I'm sorry, Mom. Warte mal, sie haben gesagt, sie haben das Zimmer... Diverse Blumen, cool. Sie haben das Zimmer so gelassen, wie es war. Bedeutet das, wir haben immer noch keine Tür? Oh ja, jetzt kommt die Auflösung. Ach nee, doch nicht. Okay. Dad, we never had a chance to understand each other. If I'd only known how bad things were here. If only I'd accepted my role as your heir. Then none of this would have happened. What am I meant to do? I've spent 7 years training for knighthood, and now I'm nearly there. I wanted to be strong so I could protect people, but I couldn't protect anyone, could I? Not even my own father. And then he died protecting his own people. Protect. Protect everyone. You know, it's because of you that I wanted to be strong in the first place. Me? I mean, sorry. I guess I think of you as Sophie, you know? This is so weird. It's like I've gone back in time. But I think I know my answer. I think I've always known it. From the very beginning. Thanks. I think you helped me figure some things out. So, nun aber zurück zum Ernst des Lebens. Haben wir eine Tür? Ja, wir haben eine Tür. Warte mal, hatten aber auch wieder eine Tür, als wir von diesem Ereignis zurückgekommen sind, wo die alte Sophie gestorben ist. Okay, na gut. Also, die Tür war schon vorher da. Nur um das klarzustellen. Man, it's been a while since I've been in here. Was it always this small? Die wahre Frage ist, war es schon immer so ordentlich aufgeräumt und war das schon immer so sauber? I brought you some tea, Lord Asbel. Perfect timing, Frederick. Would you please mail this letter for me? Well, my lord, this is a letter of withdrawal from the Knight Academy. I will become the next Lord of Lant. It is my duty as Aston Lant's firstborn son. I shall inform Lady Carrie immediately. She will be overjoyed. Sure. Oh, one more thing. I've heard about a report outlining the Phandolian army's encampment. It's waiting in the study, my lord. Shall I escort you there? That would be perfect. Das sollte ich wirklich mal aufräumen. Ja, das solltest du vielleicht tun. Ja, Asbel wird der nächste Fürst von Lant. Ich meine, sie sprechen ihm, ja, mit dem Dativ. Sie sprechen ihn auch schon alle mit dem Titel an. Also war das schon von vornherein irgendwie klar, beziehungsweise gut. Sie haben es sich ausgesucht und jetzt muss er halt doch in diese Rolle schlüpfen. Besonders weil es keinen anderen Kandidaten dafür gibt, denn... Na, wir erinnern uns. Der kleine Bruder, der Hubert, der wurde ja adoptiert
von der Oswell-Familie aus Strata. Deswegen nimmt sich Aspel seines Schicksals an. It feels weird sitting here. This is where Dad did most of his paperwork. Frederick, do you know if this report is still accurate? It claims we can pass through the seaside cavern beyond Lawn Hill and emerge near the enemy encampment. If that's true, we could use the cavern to stage a surprise attack. Pardon me, Lord Aswell? You look at home here. Does this mean our land finally has a new lord? It does. I know I'm young, but I'll do my best. I hope you'll help me, Bailey. I am yours to command, my lord. Have you heard from the Royal Knights? Will they ride to our aid? Unfortunately, it doesn't sound good. I fear we fight this battle alone. I see. As such, I'm considering how to deal with Fendel. What are you planning? We should strike. It's time we went on the offensive. We can use the seaside cavern to stage a night attack on their main camp. Interesting. Yes, the cavern should allow us to approach the enemy undetected. We'll split into small units and regroup near the exit. Then, when night falls, I will lead the attack. Ready the men. I want to be there tonight. So soon? The enemy is still recovering from today's battle. The timing is perfect. For the sake of Lant, we must not fail. We shall begin preparations at once. I want to be a part of this fight, Aspel. I want to help drive Fendel from my home. Cheria, damit wir mal eins klarstellen können. Wir kennen uns vielleicht seit der Kindheit. Aber ich bin jetzt der motherfucking Fürst im Haus. Das heißt Lord Aspel, damit wir uns hier verstehen. Sharia, I want to go too. Thank you. Thank you both. We'll leave as soon as preparations are complete. I want to make sure we reach the cavern before nightfall. I'll be ready. Okay, das ist natürlich ein sehr aggressiver Schachzug, den Aspel da plant, direkt einen Überraschungsangriff hinzulegen. Aber gut, wie wir bereits gelernt haben, ne, in dem stärksten Angriff liegt die beste Verteidigung. Oh, das sind ja sogar Kanonen. Jetzt, wo ich sie sehe, kommt sie mir gar nicht so groß vor. Lol. Hat man die als Kind auch ansprechen können? Weiß ich gerade gar nicht. Hier auf jeden Fall nicht. Ha, du bist nicht wichtig. Naja, schauen wir mal. Mein vorbereitungstechnisch Items. Haben wir unsere Verbrauchsgüter hier. 7 Tränke des Lebens, 15 Apfelgummi. Ja, das geht schon. Damit kann man arbeiten. Ich würde auch sagen, vorbereiten müssen wir uns jetzt nicht extra lang. Aber mit diesem Überraschungsangriff beschäftigen wir uns erst im nächsten Part. Ich hoffe, er ist erfolgreich. Damit wir auch die Armeen zurückdrängen können. Damit wir auch ein bisschen Ruhe hier in Land haben, damit hier nicht alles so hektisch ist. Aber ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.